so hohe Temperaturen, dass bei einem früheren Straßentest eine knapp 2 Meter lange Flamme aus dem Heck des Fahrzeugs schoss. Die Testcrew fand heraus, dass bei 320 km/h die Abgase so heiß sind, dass sie sich bei Kontakt mit Luft selbst entzünden. Deshalb kam es zu der 2 Meter langen Stichflamme am Auspuff. Natürlich kommt dem Auto bei 320 km/h keiner zu nahe, aber es ist trotzdem illegal. Die Lösung? Eine Neukonstruktion des Auspuffs unter Verwendung einer erprobten Technologie. Wir entschieden, den Auspuff aus Titan herzustellen. Das setzen wir auch in der Luftfahrt ein. Aber auch die extreme Hitze im Motor muss verringert werden. Deshalb wird ein ebenso extremes Kühlungssystem konstruiert. Für den Bugatti musste alles noch ausgefeilter sein. So fertigen sie per Hand einen Kühler mit 600 Rillen, durch die das Kühlwasser strömen kann. Dazu stecken sie 30 Platten in eine Spannvorrichtung, verschweißen alle miteinander, polieren sie und prüfen unter Druck, ob die Kühleinheit dicht ist. Es dauert 15 Stunden, bis ein Kühler fertiggestellt ist. Und in jedem Bugatti stecken 10 Kühler. Ein einzigartiger Motor braucht auch ein einzigartiges Getriebe. Die nächste Aufgabe für die Bugatti-Ingenieure ist von entscheidender Wichtigkeit. Die Schaltung des Veyron muss eine der schnellsten der Welt werden. Der Bugatti Veyron ist berühmt für seine Höchstgeschwindigkeit von 407 Stundenkilometern. Er hat eine eigene Klasse, eine eigene Liga von Supersportwagen definiert. Mit seinen 16 Zylindern saugt er mehr Kraftstoff und Luft an als jedes andere Straßenfahrzeug. Man hört den charakteristischen Sound des Veyron schon lange, bevor man ihn sieht. Auch die enorme Beschleunigung des Sportwagens ist beeindruckend. Der Veyron beschleunigt in weniger als 17 Sekunden auf fast 300 Stundenkilometer. Das ist schneller als die Startgeschwindigkeit eines Jumbojets. Bei knapp 300 km/h ist die Beschleunigung immer noch extrem. Durch das Getriebe kann der Wagen ohne Kraftverlust beschleunigen. Das ist ein ganz besonderes Gefühl. Man fühlt die Beschleunigung ohne Unterbrechung. Es hört einfach nicht auf. Das Getriebe hat eine Schaltzeit von etwa 150 Millisekunden, einem Augenzwinkern. Das Bugatti-Getriebe birgt ein besonderes Geheimnis. Der Veyron verfügt über 2 Getriebe in einem. Das Ganze nennt sich Doppelkupplungsgetriebe. Es gibt 2 Eingangswellen. Eine für die geraden Gänge und eine für die ungeraden. Und je eine Kupplung pro Welle. Mit 2 getrennten Antriebswellen können 2 Gänge gleichzeitig eingelegt werden. Beim Schalten wechseln einfach die Kupplungen. Der Schaltvorgang ist nur ein Wechsel der Kupplungssysteme.
Durch dieses Konzept kann das Getriebe sehr schnell schalten. Während das Fahrzeug noch in einem Gang beschleunigt, ist der nächste Gang bereits vorgewählt. So etwas ist nur mit einem automatisch gesteuerten Getriebe möglich. Automatisch gesteuert ist nicht das gleiche wie ein Automatikgetriebe. Das Doppelkupplungsgetriebe des Veyron ist eine Sonderform eines manuellen Schaltgetriebes, das durch Computer gesteuert wird. Das System mit diesem Computerhirn ist einem gewöhnlichen manuellen Schaltgetriebe weit überlegen. Allein für die Getriebesteuerung ist eine Leistung von etwa 4 Laptops nötig. Doch das Getriebe schaltet nicht nur schnell, es ist auch sehr stabil. Das muss es sein, um die extremen Kräfte von 1001 PS auszuhalten. Nie zuvor gab es ein Getriebe in gewöhnlichen Straßenfahrzeugen, das ohne Zugkraftunterbrechung schalten konnte. Diese Doppelkupplungstechnologie war neu. Niemand hatte bisher ein Getriebe für so viel PS konstruiert. Selbst die Ingenieure von Bugatti sind überrascht, wie schnell der Veyron beschleunigt. Beim ersten Mal ist es wirklich beeindruckend. Von 0 auf 100 in 2,5 Sekunden. Man nimmt die Umgebung nicht mehr wahr. Das Gehirn schaltet ab und man fühlt 2,5 Sekunden lang diese Beschleunigung. Dann ist man schon auf 100. Durch die unglaubliche Beschleunigung entstehen wiederum neue Herausforderungen. Der Bugatti Veyron benötigt die stärksten Bremsen, die jemals für einen straßentauglichen Serienwagen gebaut wurden. Die beeindruckenden Scheibenbremsen des Veyron bestehen aus Hightech-Carbon, Keramik und Titan. In Meitingen bei München fertigen Experten jede Bremse von Hand. Das Rohmaterial wird von Hand in die Form eingebracht, einmal im Ofen gebacken poliert in einem zweiten Ofen gebacken dann werden die Bohrungen angebracht und die Bremse wird zusammengesetzt. Die Bremsen des Veyron funktionieren bis zu einer Temperatur von etwa 980 Grad Celsius. Normale Bremsen versagen ab etwa 700 Grad. Doch die massiven Scheibenbremsen allein können die enorme Kraft des Veyron nicht stoppen. Die Bugatti-Ingenieure stehen vor einer weiteren Herausforderung. Wie bremst man ein Fahrzeug, das mit einem Drittel der Schallgeschwindigkeit fährt? Der Bugatti Veyron kommt schneller zum Stehen als jedes andere Serienfahrzeug der Welt. Denn er verfügt über zwei Bremssysteme.
Wir haben mechanisch gebremste Räder und eine Luftbremse.